Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Minecraft Agrarian Skies. Ja, es geht weiter mit Agrarian Skies. In den letzten Tagen kam ja nur Sky Factory. Was ganz einfach daran lag, dass ich die Folgen halt im Vorrat aufgenommen habe, wie ihr ja wisst. Und keine Zeit sonst hatte, leider. Genauso wie Prison Architect und auch Game Dev Tycoon bis zu den jetzigen Folgen auf Vorrat waren und dementsprechend halt freigeschaltet wurden, damit ich überhaupt noch ein paar Videos hatte. Ja, leider Gottes hat es nicht sein, dass ich in den letzten Tagen großartig aufnehmen konnte. Und ja, jetzt geht's weiter. Ich war nicht ganz untätig. Warum ist denn hier kein Headshot dran? Naja, okay, der wird wahrscheinlich schon in der Kiste liegen. Was hat sich getan? Ich habe noch ein paar zwischendurch halt immer mal wieder ein bisschen Kleinigkeiten gemacht hier, weil ich halt so oder so nicht so viel Zeit zum Zocken insgesamt hatte. Ja, ich habe noch ein paar Ressourcen gesammelt, wie ihr seht. Also ich habe jede Menge Kies halt noch verarbeitet, wie man auch hier am Flint sieht und an verschiedenen anderen Ressourcen halt. Vor allen Dingen ging es mir hier drum. Diamanten und Emeralds. Weil damit, die brauchen wir ja im Endeffekt, um uns endlich einigermaßen hier zu automatisieren, dass das Ganze ein wenig automatischer geht. Und ja, dafür brauchen wir halt die Dinger. Ah, hier ist es. Ach, ist gar kein Hatchet. Wie komme ich auf Hatchet? Ja, Hatchet war, glaube ich, die Axt heißt so, ne? Ja. Die Tinker's Construct Axt. So, das brauchen wir halt hier dran. So, das, so war es geplant. Gut, weil ich möchte ja autonomes Activator bauen. Und dafür brauchten wir ja Emeralds, Diamonds und Pneumatic Servo. Achso, und Invar brauchten wir. Wie stellten wir nochmal Invar her? Da muss ich gerade nachgucken. Quatsch, das war falsch. Zack. Also was war die Kombination aus für Invar? Da war sie doch, glaube ich. Nickel und Eisen. Ja gut, das geht. Das kriegen wir hin. Zwei Eisen, ein Ferris. Also einmal Nickel. Nehmen wir mal. Machen wir mal 16. Und dementsprechend 32 Eisen. Ne, ist Zinn. Zinn kann ich nichts mit anfangen gerade. Ach, Manno. So. Oh, juhu. Motorradfahrer sind wieder unterwegs. So, jetzt müssen wir das hier gerade... Achso, ist auf Aus, gut. Dann kann sich das nämlich auch in Ruhe vermischen. So, auf jeden Fall. Ja, das möchte ich halt als nächstes in Angriff nehmen. Schau mal. So, was haben wir denn hier noch? Autopacker, Packager, Autoenchanter, Jukebox, Spawner, Disenchanter, Anvil und Brewer. Okay. Ja, auf jeden Fall. Brauchen wir dafür noch ein paar Kleinigkeiten. Und zwar den Hopper. Und zwar diesen hier, den Vakuumhopper brauchen wir dafür. Obsidian, Enderperle und einen normalen Hopper. Meine ich, müssten wir hinbekommen. Ob wir es nur abgebaut kriegen, ist eine andere Sache. Fällt mir mal gerade so auf. Ich meine, wir haben ja 16 Diamanten. Kann man dann... Was braucht man denn, um Obsidian abzubauen für eine Tinker's Construct Tool? Von der Stärke her würde mich mal gerade interessieren, aber das lässt sich wahrscheinlich so nicht direkt nachschauen. Wo sind unsere Bücher? Materials and You. Mighty Smelting. So, Tools. Nee. Mal eben kurz durchschauen. Da... Ah, doch, hier sind verschiedene Sachen. Steht da auch wie Mining Level Obsidian.
Höhenschad. Hehehe. Okay, hier kann man schon mit der Eisenspitzhacke. Ist das richtig so? Okay, Flint geht bis Eisen. Aha. Obsidian an sich geht bis Manulin. Knochen geht bis Eisen. Manulin. Okay. Wenn Alumite, also Aluminium, bis Manolith geht, müsste das ja auch eigentlich Obsidian, oder? Abarbeiten können. Wie kriege ich nochmal Alumite? Dafür müssen wir das andere Materials in TU, glaube ich. So. Na komm schon. Ah ne, dann war es doch das andere, Mighty Smelting. Da war es. Aluminium, Brass, Alumite. 5 Aluminium, 2 Eisen, Obsidian. Okay, na gut. Dafür müssen wir auch dann erstmal Obsidian haben. Das heißt, wir brauchen dann nachher noch Eisen. Okay, Molten Inver. Das können wir schon mal abfüllen. Und dann holen wir uns mal gerade noch ein bisschen Eisen hier raus. Das brauchen wir ja. Wir brauchen eigentlich dann nur einen Barren. Da, kannst du da hin. So, bup, bup, bup. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur ein Eisen für die Spitzhacke. Weil ansonsten nehmen wir die normalen Sticks und den Toolbein, da machen wir auch aus Holz, beziehungsweise da haben wir ja noch. Hüp, das. Und halt, wenn ich es richtig verstanden habe, müsste das ja schon Obsidian abbauen können. Ich hoffe, dass ich es richtig verstanden habe. Die brauchen wir. Pickaxe-Kopf. Was bist du? Stonebound. Geht nur bis Stein. Okay. Dann ist das Papier. Ja, Writing Pick. Ja, würde ich mal schon sagen. Du gehst bis Copper. Du bist aus Stein oder was? Ne, Flint. Ah, okay. Weil dann würde ich sagen, da wir ja hinten die Crucibles haben, kriegen wir ja Lava und da müssen wir uns dann halt jetzt gerade nur... Dafür können wir ja die Spitzhacke eben nehmen. Zack. Können wir uns ja eben ein paar Steine und eine kleine Gussfläche im Grunde genommen machen. Na komm. Ja, Mist. Komm her. I need you. Damit haben wir schon... Aber wir machen es ja mit Stufen. Das heißt, wir brauchen nicht ganz so viele Steine jetzt. Und bis da das Ingwer da durchgelaufen ist, vergeht natürlich auch noch ein bisschen Zeit. So. Machen wir mal bis 21. Dann haben wir ja, denke ich mal, genug Stufen. Darf ja auch nicht brennen, deswegen. Hep und hep. Ja, ach doch, haben wir doch gekriegt. Alles klar. Supi. Das freut mich. Dum, 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 dum. So, was brauche ich gerade? Was wollte ich gerade? Irgendwas wollte ich gerade holen. Die Sticks können wir... Ah, hier haben wir noch 3 Stufen. Die können wir dann auch mitnehmen. Ja gut, dann haben wir jetzt, glaube ich, soweit. Hep. So, dich können wir hier drin gerade schon mal platzieren. Der ist noch am Durchlaufen. Und dann würde ich sagen, da hier ja eh schon mal alles aus Stein ist, machen wir hier dann die Gussform hin. Hier so am Ende. Oder? Nehmen wir das hier dann als Durchgang und machen hier die Gussform hin. Ja, denke ich mal, kann man machen. So, dann würde ich sagen, machen wir hier mal gerade noch, machen wir direkt hier so hinter. Hier kommt dann auch die ganze
Mechanik hin, Halbautomatisation dann später mit den Activatoren. Hä? Half Stable Effekt Pickaxe. Hä? Wieso ist denn jetzt hier... Naja. Interessanterweise sind jetzt Zusatzinfos angezeigt. Ob das mit dem neuen... an dem Patch liegt? Ich weiß es nicht. Apropos, bin ich hier auf der Höhe, wo Monster spawnen eigentlich? Aha. Ja, bin ich. Okay. Hi, Monster. Machen wir mal... So. Keine Monster. So, mampfen wir mal gerade ein bisschen. Sehr schön. So. Dann denke ich mal, bleiben wir mal gerade erstmal hier so. Machen uns hier jetzt die Gussform hin. Ja. Weil ich nun mal ein Angsthase bin, machen wir es so. Hehe. So. Dann kommt nämlich hier, das hier ist dann im Grunde genommen die Gussform. Eigentlich bräuchte ich nur 4. Huch, falscher Knopf. Dahin. So, komm mal wieder her hier. Ich habe nämlich auch nur noch 4. So, so und so. Da kommt dann die Lava rein. Und dann müsste das schon passen. Wir brauchen unseren Eimer dafür. Und Wasser. Achso, ne. Der müsste ja hier hinten in der Kiste sein. So, was haben wir denn hier sonst noch? Nichts großartig. Zumindest brennt das, was wir sonst noch an Baumaterialien haben. Und ich habe gerade keine Lust, weiteren Stein abzubauen. Hier sind 1,25 drin. Oh, hier sind 2 Eimer sogar, Lava-Eimer drin. Zack. Achso, hier müssen wir so oder so noch eine Fackel auf hinsetzen, damit, selbst wenn keine Lava da ist, nichts spawnt. Die setzen wir mal so lang. Achso, geht hier nicht. Kann ich die hier oben draufstellen? Nein. Weil mit dem Wasser wird die jetzt wegschwimmen, deswegen, ja gut, später. So. Wofür wollte ich denn das an sich eigentlich gerade das haben? Oh, das war jetzt anders geplant. Toll. Machen wir gerade so. Holen uns hier einen neuen Eimer raus. Stimmt ja, ich muss das, glaube ich, dann irgendwo dran machen, wo es dann auch dran abfließen kann, das Wasser. Das heißt, wir brauchen noch irgendwas, was nicht brennt. Hey, komm. Das sieht am ehesten so, geht am ehesten in die Richtung, optisch. So, genau, sehr schön. Das heißt, wir nehmen das, setzen das hier dran und haben Obsidian. Sehr schön. Ich habe echt, achso, klar, für die Hopper. Ha, bin ich verwirrt. So, du bist leer, dann schmelzen wir mal eben das eine Eisen ein. Toolstation, Pickaxe. Hier können wir schon mal den und den reintun. Die bleiben ja da drin. Ja, stimmt. Ich muss warten. Wie sieht's aus? Ich glaube, hier können wir nochmal, wo wir gerade sowieso Lava hier mit zu tun haben, Lava reinfüllen nochmal. Ach so, da ist ja noch Wasser drin. Ja, ich bin gerade etwas verwirrt. Ich merke es selber. Aber was haben wir hier noch? Da ist noch ein Eimer Lava drin. So, ist fast voll. Bist du jetzt wieder... Bist du durch? Und ich bin verwirrt. Aha, jetzt hat er da direkt wieder eingeschmolzen. Juhu. Das war ja auch Sinn und Zweck der Sache. Eingegossen, so dass es direkt wieder ein Ingot wird. Das heißt, nochmal einschmelzen.
Wieso zeigst du hier nur 1,9 an? Das stimmt aber nicht. Naja, egal. Gut. Was haben wir hier gerade noch? Hier haben wir auch nichts, was wir brauchen. Nahrung haben wir gerade noch im Inventar. Achso, ich habe zwischendurch auch mal hier ein paar Blätter harvestet. Mit der Schere abgeschnitten. Hier sind, achso, das sind alles verschiedene Sachen, die wir halt in den Kisten hatten, in den Teilen halt drin. So, wie weit bist du jetzt? Ja, bist fast durch, ne? Jo. Dum, dum, dum. Aha, so. Zack, Eimer. So, müsste jetzt leer sein. Müsste ja genau 1 kosten, ne? Gut. Da ist unsere Pickaxe. Mining Level 10. Okay, stimmt also nicht, was ich da gelesen habe. Okay. Dann muss ich doch nochmal in das Buch reinschauen gerade. Mighty Smelting. Aber sonst steht hier nichts drin, ne? Nee. Moment. Achso, Quatsch. Materials and you nochmal. Elemite, Netherrack. Oder ist das... Hä? Netherrack Shard. Copper. Mining Level 2. Mining... Ach so. Mining Level 4. Steel. Wie komme ich an Steel? Das wäre vielleicht... Mining Level 4, Kobalt. Bronze auch Kobalt. Ob das dann wirklich stimmt? Wie ging nochmal Bronze? Also welche Kombination war das? Ja, aber wie stelle ich es her? Witzig. Oder konnte und kann man das hier gar nicht herstellen? Bronze, Bronze. Ah, da, da, da. Copper. Und Tin, das heißt, das sind 3 zu 1, glaube ich. Kann das sein? Ich glaube schon. 1, 2, 3. Tin. Probieren wir das doch mal aus. Vielleicht klappt es ja damit. Also das ist der Nachteil, wenn man sich nicht so viel mit Tinker's Construct auseinandersetzt, dann weiß man nicht die Dinge, wo man mit halt, wo mit was abgebaut werden kann. Mining Level Copper, Tin. Tin ist glaube ich höher als Copper, ne? Deswegen, er würde es auch Sinn ergeben. Okay, der Tin ist schon eingeschmolzen. Jawohl, Bronze. Wir brauchen einmal das hier. Und den Rest schmeißen wir hier raus. So, den Bronze nehmen wir mit. Achso, wir brauchen einen Stick und ein neues Toolbinding. Oh,
Oder ist das Mining-Level wirklich vom Stick abhängig? Das kann natürlich auch sein, ne? So, was sagt er uns denn? Wenn ich das, das und das. Mining-Level Diamond. Ich weiß nicht, ob Diamond höher als Obsidian ist. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, Obsidian ist härter als Diamant, ne? Muss ich doch mal gerade testen. Was sagt er denn? Ah, tut sich schon was. Ist nur die Frage, ob ich den Block kriege. Oh ja, tatsächlich. Alles klar. Perfekt. Das heißt, damit kriegen wir unser Hoch. Obsidian. Ja, okay. So, wo haben wir noch Lava? Da haben wir noch Lava. Hep. Wir brauchen nochmal neues Wasser. Weil wir brauchen ja noch einen zweiten Hopper. Hui. Oh, nicht runterfallen hier. So, den tun wir hier hin. Pickaxe Diamond. Currently harvest. Ach, guck, ach so. Ja, da sehe ich sogar, dass ich es damit abbauen kann. Praktisch, eigentlich. Wenn man drauf achtet. Ist alles möglich. Gut, gut. So, jetzt haben wir jede Menge Spitzhacken und brauchen sie eigentlich gar nicht. So, zack. Das Obsidian brauchen wir. Wir brauchen zwei normale Hopper und wir brauchen zwei Enderaugen. Eins, zwei. Ach so, was mir gerade so noch einfällt, bevor ich jetzt den Part beende, ist unter dem vorgestern, dem Part von Minecraft Sky Factory, wurde drunter geschrieben, dass es eventuell geleckt haben soll, das Video. Kann ich nicht verneinen, kann ich nicht bestätigen. Ich darf mir halt aus rechtlichen Gründen meine eigenen Videos nicht anschauen, wegen der Werbung. Wird ja dann als Self-Click gelten. Es kann aber durchaus sein, dass es eventuell geleckt hat, das Video. Weil nach 4 Stunden Daueraufnahme dann auch schon mal der PC sagt, du, ich habe keine Lust mehr. Deswegen tut es mir leid, wenn es wirklich geleckt haben sollte. Und ich werde es versuchen, in Zukunft zu vermeiden. Aber dann nichtsdestotrotz hoffe ich, dass euch auch dieser Part hier gefallen hat. Und dass ihr auch beim nächsten Part von Let's Play Minecraft Agrarian Skies wieder einschaltet. Macht's gut. Ciao, ciao.